Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Citizen. Und zwar Folge 4 in unserer kleinen Entdeckungsreise. Und ihr werdet euch vermutlich wundern, was ich hier für ein Schiff habe, denn dieses Schiff besitze ich natürlich eigentlich nicht und tue ich auch immer noch nicht. Aber wir haben ja aktuell noch die Messe und ich habe mir dieses schöne kleine Schiff hier mal ausgeliehen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Ich hatte mir auch damals überlegt, ob ich mir das als mein Starter-Schiff holen soll. Genau, aber hatte mich dann damals für die 315P entschieden. Wir machen mal auf hier. Mit der Rampe. Ich weiß nicht, ob hier irgendein Fahrzeug reinpasst. Es gibt ja dieses kleine Bergbaufahrzeug. Ich hatte mir schon überlegt, ob das hier reinpasst und ob man mit dem dann so ein bisschen minen kann. Aber die Frage ist, wo hat man da noch Platz für Ressourcen? Denn die müssten ja hier auch rein und da steht dann das Fahrzeug. Also von daher weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt. Genau. Aber an sich finde ich das Schiff ganz cool. Hat auch relativ viel Platz hier drin. Hier ist noch so ein kleiner, ein kleiner Schrank, wo man Sachen reintun kann. Und ich glaube sogar jetzt noch eine Dusche und so weiter. Das habe ich ja in meinem Schiff nicht. Toilette, Dusche, alles was man braucht. Bett, auch sehr wichtig und richtig. Und dann natürlich hier den Pilotensitz. Wir steigen mal direkt ein, machen das Ding mal an und werden das jetzt mal in einer Mission testen, das gute Schiff. Ja, dann... warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Unsere Sicht war bis so komisch nach oben. Keine Ahnung. Das war ja weird. So, mach mal an das Gefährt. Guten Tag. So, Tor auf und dann sind wir raus hier. So, wir sollten die Triebwerke noch anmachen. Oh, es ist mal Tag draußen. Mal was ganz Neues. Die letzten Tage war ich ja immer unterwegs und es war immer dunkel, also beziehungsweise was heißt unterwegs? Oh, da schwebt eine Herkules. Ich war hier auf der Messe und so weiter unterwegs, hab mal ein bisschen ein oder andere Schiff geflogen. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts gemacht, also ihr habt absolut gar nichts verpasst. Es ist bisher nichts weiter passiert. Ich habe keine Mission gemacht oder irgendwas. Apropos Mission, wir gehen mal ganz kurz hier wieder rein. Und schauen uns mal an, was wir für Missionen am Start haben. Ganz kurz mal hier so ein bisschen aus dem Bereich rausfliegen. Nicht, dass wir hier irgendwie Ärger kriegen oder sowas. Mich hat übrigens auch jemand in den Kommentaren aufgeklärt, warum ich Crimestead bekommen habe. Und zwar wurde ich von der ansässigen Polizei in Anführungszeichen darum gebeten, doch mal mich ein wenig scannen zu lassen. Das habe ich aber leider nicht mitbekommen und dementsprechend habe ich dann natürlich ein fettes Bußgeld kassiert. Ja, das macht natürlich Sinn. So, lass mich mal überlegen. Oh, wir haben übrigens 4 Raketen, aber ich habe gehört, Raketen sollen in dem Spiel aktuell ziemlich useless sein. So, Aufträge. Was machen wir denn Schönes? Ich habe hier schon Call to Arms angenommen, so wie sich das gehört. Eine Bergung. Eine Bergung können wir nicht machen, dafür brauchen wir ein Bergungsschiff, richtig? Das macht keinen Sinn. Wir könnten eine Lieferung machen. Da hätten wir einiges im Angebot. Ich hätte allerdings irgendwie Bock auf einen Söldnerauftrag. Verteidigungssatelliten. Ich will aber keine Kampfpilotenmission machen. Ich würde gerne eine Bodenmission machen. Warum habe ich denn keine Bodenmissionen am Start? Kopfgeldjäger. Zielperson festnehmen. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für uns ist. Ich habe im Moment mehr Kopfgeld als Kopfgeldjäger. Da möchte ich Liste erweitern. Wenn sie diesen Erfolg gut erweitert, bla bla bla. Mal sehen, wie es gelingt. Umzugehen. Es wird angenommen, dass er sich bei keine Ahnung wo versteckt. Schutz wird gewährleistet. Ich weiß, diese Kopfgeldermission, kriegen wir das hin oder ist das noch zu krass?
Was steht denn hier in dem Titel so? Bergbauteam aus Stanton war als Auftragnehmer. Feindliche Kräfte übernommen. Okay. Ja. Nee, ich will keine Kampfpilotenmission machen eigentlich. Standort Arg L1, Arg L2. Ja, Bergung macht gar keinen Sinn. Wir machen jetzt einfach. Ach, jetzt ist das weg. Nein, die eine Kopfgeldmission ist weg. In der Höhle auf Hürsten. Tja, wollen wir mal so eine Kopfgeldmission hier machen? Festnehmen. Ich weiß nicht mal, wie man Leute festnimmt. Ist Schießen auch festnehmen? Also erschießen? Wie nehme ich denn Leute fest? Aber auch das ist eher so eine Kampfmission mit Raumschiffen, habe ich das Gefühl, dass wir die so bekämpfen müssen. Tja. Interstellar. Na, will ich eigentlich alles gar nicht. Pass auf, wir machen es mal ganz anders. Wir fliegen hier erstmal raus. Vielleicht kriegen wir ja weiter oben andere Missionen. Also, wenn wir irgendwo hinspringen oder so. Schauen wir mal. Lass mich mal ein bisschen. Ah, ich weiß übrigens jetzt auch, wie man den Tempomat aktiviert hier. Richtig gemacht? Ja. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Gibst du Gas? Ach so, wir sind im. Ach Gott, wir müssen den Modus wechseln. Das vergesse ich immer. Dann können wir auch ein bisschen schneller. Bisschen schneller fahren, fliegen. Aber auch jetzt. Fliegen wir gerade relativ langsam, oder? Ist das Ding so langsam? Jetzt auf 30 kommen wir nicht? Ach Gott. Man sollte vielleicht auch das Landefahrwerk einfahren, ne? Danke. Ich mache immer noch so ein paar kleine Anfängerfehler. So. Mach mal ordentlich hoch hier den Speed. So viel du kannst, bitte. Wie viel kann das Ding? 400? Na komm. Naja, 376. Ein bisschen boosten, dann wird das schon. Gut, sehr schön. Können wir uns das Ding auch mal angucken. Lass mal ein bisschen so machen. Dann lass mal ein bisschen so machen. So, so, so. Ja, so. Und dann können wir noch mal ein bisschen so hier schauen. Ist doch vielleicht ein ganz nices Thumbnail, oder? Mit den Wolken und der Sonne und den Planeten da im Hintergrund. Nochmal vielleicht ein bisschen versuchen, ein bisschen rauszugehen. Ah, ein bisschen runter vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen so runter. Ah, ja. Ganz nett. Könnten wir mal machen. Gut. Rein da. So, ich würde jetzt gerne mal zu dieser Raumstation wieder springen. Wir gehen mal auf Maps. So. Arc-L2, ja, das ist da, wo diese interstellaren Missionen waren, auf die ich gar keinen Bock habe. Im Stanton-System. Wo könnten wir denn jetzt vielleicht mal hinspringen, dass wir mal ein paar andere coole Bodenmissionen bekommen?
Hero Jump Point. Wir könnten hier nach Hirsten fliegen. Auf Hirsten werden zahlreiche Erze und andere Ressourcen abgebaut, um die Munitionswaffenlinien herzustellen. Okay. Was haben wir hier sonst noch für Planeten? Crusader. Da kann ich mal Crusader anklicken. Ein Gasriese. Microtech. Terra Jump Point. Ja, komm, wir fliegen mal Richtung Hirsten, würde ich sagen, oder? Vielleicht kriegen wir da ein paar coole Missionen. Lass mal das als Route setzen. Ja, machen wir erstmal so. Gehe zumindest davon aus, dass sich die Missionen unterscheiden, je nachdem, wo man sich befindet. So, wir müssen irgendwo da unten hin. Hirsten. Okay. Da können wir aber nicht direkt hinspringen, weil es verdeckt ist. Ja, das ist ungünstig. Ich habe eigentlich gehofft, du machst mir mal eine kleine Route, die da drum herum führt, Kollege. Warum willst du das nicht? Aber wir könnten natürlich auch hier auf uns erstmal hierhin bewegen. Es ist vielleicht nicht ganz so weit. Lass mal das probieren. Müssen wir nicht so weit fliegen. Beziehungsweise, da müssen wir so komisch um die Ecke fliegen. Lass uns doch mal hier hinspringen. Können wir da direkt hinspringen? Ja, perfekt. Da können wir direkt hinspringen. Dann lass uns das machen. So, da oben. Sehr gut. Let's go! Jetzt habe ich natürlich gar nicht geguckt, ob wir auch eine Waffe am Start haben. Das ist natürlich wieder sehr clever von mir gewesen. Ich glaube, eine Pistole haben wir auf jeden Fall mit. Wenn nicht, haben wir natürlich ein kleines Problem. Dann macht natürlich... macht nicht so viel Sinn, die Engines auszumachen. Dann... was wollte ich jetzt sagen? Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwo da vielleicht Waffen organisieren können. So, zeig mal her. Haben wir jetzt hier schon eine entsprechend andere Mission zufällig am Start? Aufträge Söldner. Ah ja, gucke hier. Das ist alles was anders. Oh. Nee, das ist auch eine Weltraummission. Sehr komisch. Warum gibt es denn hier keine Missionen, die nicht interstellar sind? Komisch. Bin ich dafür im falschen System unterwegs? Gibt es hier keine Bodenmission? Das finde ich ja irgendwie seltsam. Untersuchung, was haben wir denn hier? Oh, ich glaube, wir machen das. Das klingt gut. Irgendeine Höhle untersuchen auf dem Mond. Ist das Mond? Ich glaube, es ist Mond, ne? Auf Valla. Verfolgen, bitte. So, wir brauchen Maps. So, da ist die gute Höhle. Routenplanung nicht möglich. Warum nicht? Ach so, warte mal. Kein gültiges Tier.
Warum ist das kein gültiges Ziel? Wir fliegen erstmal hier hin. Und von da aus dann darunter. Ja, schauen wir mal. Ah ja, da müssen wir hin. Ging erstmal da hin. Von da aus dann, glaube ich, da runter. Würde passen eventuell. Warte mal, wie viele Kilometer sind das? 510. Kann man das fliegen oder ist das zu weit? Oh, das dauert schon relativ lang, ne? Und man kann da nicht hinspringen. Ich glaube auch tatsächlich, das ist auf der Rückseite von dem Ding. Wir gehen mal ganz kurz da hin. Das war die richtige Station, aber müsste die richtige gewesen sein. Ja, perfekt. Jetzt sind wir nämlich schon viel näher dran. Aber auch noch immer nicht hundertprozentig. Aber auch dahin können wir nicht springen, tatsächlich. Bedeutet... warum können wir dahin nicht springen? Dahin könnten wir springen. Dahin nicht. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Karte gehen. Das muss ich jetzt nochmal ein bisschen herausfinden, woran das liegt. Also, wir sind ja hier unterwegs. Genau. Hier sind wir gerade. Am Rumfliegen. Und da würde ich gern hin. Da könnten wir sofort eine Route hinmachen. Da können wir keine Route hinmachen. Liegt das daran, dass das halt irgend so ein Ort auf dem Mond hier ist? Kann man nicht überall hinspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Tja. Ich würde sagen, dann müssen wir da halt einfach so hinfliegen, ne? Hilft ja nichts. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas falsch mache und man dieses Problem irgendwie umgehen kann. Denn wir müssen jetzt schon relativ lang dahin fliegen, ne? 21, 22, 23, 3 Sekunden pro Kilometer. Also gute 700 Sekunden. Das sind gute... ja... das ist schon ein bisschen was. Aber Minuten, 6, 7 Minuten müssen wir schon fliegen. Aber ist vielleicht einfach so. Ich weiß es nicht. Wir haben ja hier unseren Dings drinnen. Unseren Autopiloten. Das ist ja ganz vorteilhaft. Da kann ich mich nämlich nebenbei ein bisschen umgucken, würde ich mal sagen. Genau, wir verfolgen die aktuelle Mission. Wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass das so eine Dingsmission ist halt irgendwo auf dem Planeten oder beziehungsweise auf diesem Mond und man kann halt nicht überall hinspringen, ist jetzt meine Vermutung, dass man da halt wirklich hinfliegen muss. Okay, wir sind in der UEE immer noch. Grimstead haben wir nicht. Ah, ich wollte gucken, ob wir Waffen am Start haben. Kann ich nicht von hier irgendwo auf mein Inventar zugreifen? Vehicle, Service, Eigentum. Nö, vermutlich nicht. Aber aufs Inventar kann ich über I auch nicht zugreifen. Da mache ich nämlich die Dings aus. Ach, ich bin ja aber auch ein Trottel. Wir haben ja den Autopiloten drin, ne? Das heißt, wir können doch eigentlich einfach aufstehen. Wir sollten ja trotzdem Richtung Ziel fliegen. Da drehen Sie sich mal bitte um, Sir. Ja, wir fliegen Richtung... Aua! Aua! Hilfe! Was passiert hier? Warum sind wir auf die Schnauze geflogen? Oh. Gott, wir sollten auch mal unseren Helm aufsetzen. Nur
Aus sicherheitstechnischen Gründen. Okay, wir haben eine Knarre am Start und wir haben drei Magazine am Start. Das wird ja wohl reichen. Damit können wir zumindest einen töten. Und wenn wir den dann getötet haben, dann nehmen wir einfach deren Waffen. Das passt schon. Machen wir kurz auf hier. Ich will mal ein bisschen umgucken, während wir fliegen. Könnte ich jetzt eigentlich das Ding aufmachen? Und was passiert, wenn ich dann rausfliege? Dann bin ich hoffnungslos verloren, habe ich das Gefühl, oder? Und ich habe Angst, dass wir hier irgendwie rausglitschen oder so. Ich gehe wieder zurück. So, einmal die Tür auf, bitte. Wir nähern uns nicht mehr. Warum? Sag nicht, das Ding schaltet sich aus, wenn ich aufstehe. Ich hatte doch den Autopiloten an, also beziehungsweise den Tempomat drinne. Was ist da los? Was ist da los, Jungs und Mädels? Warum fliegen wir nicht mehr? Nav-Flug. Kann ich aufstehen, ohne dass du ausgehst, bitte? Das wäre nice. Oder geht das nur im Quantum Drive, dass das Ding automatisch weiterfliegt? Wir beobachten das mal ganz kurz. Aua. Er mag das auf jeden Fall nicht so gern. Nee, es geht scheinbar nicht. Wir haben schon wieder angehalten. Okay, schade. Wir sind ein bisschen ärgerlich. Naja, ist wie es ist. Dann müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben. Und ich setze euch vermutlich einfach mal Cut, wenn wir angekommen sind. Ich bleibe jetzt hier einfach sitzen, gehen wir zum Kühlschrank, holen mir einen kleinen Snack und dann schauen wir mal. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich das irgendwie anders machen kann, muss, sollte. Danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind angekommen. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier so ein bisschen ordnungsgemäß landen. Ich muss auch unbedingt mal meinen Joystick rauskramen, weil ich glaube, dass das natürlich mit Joystick und so weiter wesentlich mehr Spaß macht. Lass uns mal hier so ein bisschen runter gucken. Ja, wir können das so ein bisschen, ja, dahin und dann landen wir mal hier so. Da ist auf jeden Fall ein Krater bzw. eine Höhle. So, wir landen mal direkt davor. Wir denn können. So sieht das aus. Ist das hier alles gerade und eben? Ja, ne? So, ich würde ja auch reinfliegen, aber ich glaube, das geht dann doch nicht. So, einmal landen bitte. Vielen Dank. So, Triebwerke machen wir aus. Wir stehen auf. Schiff lassen wir an. Vier Schilde und so weiter. Einmal Tür auf, bitte. Danke. Im Moment haben wir unseren Helm auf. Helm haben wir auf, ne? Wir könnten ihn noch mal ganz kurz... warum sehe ich denn meine eigene Person nicht? Wir könnten ihn noch mal ganz kurz abziehen. Und mal ganz kurz das Ding hier nehmen. Hat er das jetzt in der Hand? Hallo? Wo ist es jetzt hin? Ist es weg? No. Ah, da, jetzt hat er es in der Hand. Warte mal. Würdest du so freundlich sein? Genau, Helm ab. Und jetzt trinken wir noch mal ein bisschen was. Denn wir sind durstig. Essen sollte, glaube ich, noch passen. Aber ein bisschen trinken können wir uns ruhig gönnen. Perfekt. So. Okay, hat gerade kurzzeitig Angst. Mein Helm wäre weg. Doppel checken. Helm da. So, Tür auf. Ne, falsche Richtung. Hier müssen wir raus. So, habe ich sowas wie einen Mülleimer, um diese Flasche hier irgendwo hinzustellen? Glaub nicht, was? Ja, dann tun wir so mal ins Inventar. Wir müssen ja hier die Umwelt nicht verschmutzen, ne? Auch wenn es ein Mond ist. So, machen wir auf das Ding. Die Gelbtönung hier durch die Scheiben. Prinzipiell würde ich ja das Ding anlassen, aber ja, auflassen, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir machen es mal lieber zu. Frage ist auch,
Geht da irgendwas vor sich? Sollten wir eine Waffe ziehen? Besser ist es wahrscheinlich. Wir haben 75 Kugeln. Das sollte doch reichen. Ich frage mich aber vor allen Dingen, wie wir da runterkommen, ohne zu sterben. Das sieht mir irgendwie... Ja, doch, das geht schon irgendwie. Warte mal, lass uns mal die Schwerkraft checken. Ja, kann man schon mal ein bisschen höher springen als normal. Und hier ist so eine Art natürliche kleine Treppe. Boah, der Sound, Alter. Alter. Wenn das nicht Weltraumhöhlenartig klingt, dann weiß ich es auch nicht. Ein paar Stalaktiten? Stalaktiten oder das andere? Eins von oben nach unten, eins von unten nach oben. Ich weiß es nicht, wie rum. Okay, da geht's runter. Wir könnten aber auch hier lang gehen. Wir entscheiden uns einfach mal für links rum. Aber erstaunlich hell hier drinne. Abgeschlossen. Was abgeschlossen? Ich habe hier noch niemanden gefunden. Oh, hier könnte man meinen. Oder? Warte mal, was ist das denn hier? Kann ich das abbauen? Was machst du für Sounds, Kollege? Ah. Warum, aber warum lädt er jedes Mal nach, wenn ich ein Lager mache? Tut ihr das in eine Knarre rein oder was? Hä? Moment. Warte mal, ich will mal. Mach mal, kannst du mal Holz dann machen? Achso, warte mal, ich bin hier falsch. Wir müssen mal so machen. Holz dann die Waffe mal. Danke. So. Und jetzt nimm mal das Ding hier. Ah ja, perfekt. Nö, eigentlich. Kleidungsshop, ja, nö, fast. Wollte eigentlich gerne mal ein bisschen mehr nehmen. Naja, egal, lass uns mal hiervon was nehmen. Was auch immer das ist. Was sind das für Dinger? Wir gucken gleich im Inventar. Sieht auf jeden Fall wild aus. Sieht aus wie irgendeine Pflanze. Das sind noch irgendwelche Geräusche. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich Besuch kriegen. Und da sind wir gekommen, ne? So, lager das mal alles hier ein, den ganzen Bums. Da ist noch ein bisschen was. Perfekt. Schauen wir mal, was das wert ist dann am Ende. So, lass mich mal ganz kurz ins Inventar gehen. Okay, angezeigt wird mir überhaupt gar nichts. Perfekt, aber das Inventar ist auf jeden Fall zu 75% voll. Gut. I don't know. Wir werden es herausfinden. Vielleicht haben wir es ja, sehen wir es ja irgendwann später. So, was ist jetzt hier los? Wo ist die vermisste Person? Tisho! Kannst du mich hören? Tisho? Untersuchungsstelle. Auf jeden Fall recht groß die Höhlen, was? Was ist das denn? Lebt das? Hallo? Warum haben wir keine Muni in unserer Waffe? Was ist mit unserer Waffe? Warum funktioniert die nicht? Ballistisch. Okay, wir haben ein schweres Problem eventuell. Warum geht die Waffe nicht? Was ist mit der Waffe? Niedrig tragen, inspizieren, holstern, anpassen. Wir inspizieren sie mal. Irgendwas leuchtet da rot. Ich weiß nur nicht was. Waffe nachladen. Kann ich jetzt gerade nicht.
Platzieren, ausrüsten, holstern, ausrüsten. Ja, ausgerüstet ist sie. Bin verwirrt. Warum kann ich die Waffe nicht laden? Irgendwie werden auch meine Dings nicht angezeigt. Meine Magazine, die ich dabei habe. Warum nicht? Das ist mysteriös. Ja gut, wir können nur hoffen, dass wir hier nicht auf Gegner treffen. Gehen wir mal weiter runter. Ansonsten sterben wir. Oder wir locken die Gegner raus, steigen in unser Schiff ein und töten sie mit den Schiffskanonen. Hier hoch vielleicht irgendwie. Und hier so durch. Wir müssen ja irgendwie darüber. Gott, ey, ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich mich hier massiv verlaufe. Aber ich glaube, ich habe mich schon verlaufen. Vielleicht hätten wir doch den anderen Weg nehmen sollen. Na, ich glaube, das führt hier nichts, oder? Wir könnten natürlich noch tiefer reingehen. Angst. Oh Gott. Was macht der Typ überhaupt hier unten in dieser Höhle? Sagt euch so, wie es hier ist. Safe irgendjemand, den wir bekämpfen müssen. Wir werden so sterben. Aber irgendwas wie ein Messer oder so haben wir auch nicht, ne? Oh, unser Inventar. Warte mal, wir versuchen jetzt mal nachzuladen. Hä? Jetzt ist es auch wieder weg. Oh, da war's. Moment. Nein, stopp. Aber es sind doch nur noch zwei drinne. Wir müssten doch jetzt eins hier drinne haben. Was ist denn mit dem Ding? Einpanzerung, Brustpanzerung. Ich bin maximal irritiert. Das Ding muss doch jetzt geladen sein. Wir haben doch eindeutig ein Magazin Dinge. Oh, jetzt war da auch eine 25 zu sehen. Halt, stopp. Oh ja, jetzt ist das Ding geladen. Seht ihr das? Die grüne 25 und die 50 darunter. Da stand vorher eine weiße 75 und da, wo jetzt grün ist, stand eine 0. Oder gar nichts, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwie verbuggt, würde ich sagen. Schade, jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Schnecke war. Oder was auch immer das war. Ich hätte nämlich gerne mal probiert, auf das Ding zu schießen. Aber da ist noch so ein Teil. Lol. Okay. Habe ich etwas Unschuldiges getötet? Aha, Kollege Schnürschuh. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie sterben. Oh Gott. So, was hast du hier Schönes? Bist du, Koshi oder wie du heißt? Kisho. Kisho. Bist du Kisho? Du bist Kisho. Sehr schön. Können wir dich eventuell looten? Haben wir einen Rucksack auf? Ne, wir haben keinen Rucksack auf, oder? Oh Gott, nicht die Hose ausziehen. Lass die mal an. Ah, wir haben den Rucksack auf. Verflucht. Können wir hier irgendwie reinschauen? Können wir den ganzen Rucksack in unseren Rucksack stecken eventuell? Oh, was ist das? Sollten wir das eventuell mitnehmen? Oh Gott, ich muss mal irgendwie in eine andere Ansicht kommen. Warte mal. Warte mal. Können wir das nochmal, bitte? Moment. Durchsuchen. Was ist da drinne? So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, was ist das? Wir nehmen das einfach mal mit.
Sunset Berries. Wurfobjekte, Magazine. Was sind Wurfobjekte? Können wir die mal hier reinziehen? Der ist einfach nur leer, oder was? Warum ist das so ein komisches Symbol? Warum ist hier überhaupt irgendwas? Alles nehmen, alles nehmen. Ich kann nicht alles nehmen. Weg. Warte mal, ich wollte aber eigentlich gern. Ja, nee. Ich wollte eigentlich gern auf den Rucksack mal hier drücken. Warte mal, wir müssen mal hier irgendwie. Oh Gott, beweg dich mal irgendwie hier hin. Nee. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier nicht mehr wegkommen. Oh ja, Gott sei Dank, jetzt. So, pass auf. Platzieren. Warte mal. Platzieren. Will er nicht. Fallen lassen. Nicht runterfallen. Bleib schön da stehen. Sehr gut. So, die Dinger würde ich gerne auch noch einsammeln hier. Nö. Nö, nö, nö. Ich kann diese Dinger da einsammeln. Wer weiß, was das ist und ob das viel wert ist. Jetzt würde ich aber vor allen Dingen gerne noch die Leiche durchsuchen. Nimm erstmal die kleinen schnuckligen Dinger hier mit. So. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Platz wir hier noch im Inventar haben. So, Kollege Schnürschuh. Kann ich dich mal gleich noch ein bisschen durchsuchen? Wäre das eine Möglichkeit? So, Inventar öffnen. Ja, bitte. Okay, er hat interessante Dinge am Start. Wie viel haben wir? 48. Ja, da geht ja noch einiges. Okay, Brustpanzer nichts, Beinpanzer nichts. Was hat er für Dinger hier? Ein bisschen weit oben. Ich kann es nicht lesen. Würde es sich lohnen, so einen Helm mitzunehmen? Ne, kriegen wir auch gar nicht mit rein. Na gut. Ein Scheiß drauf, dann lassen wir den Kollegen hier. Ah, Moment, wir können unsere Traktorpistole, glaube ich, mal rausholen. Ne? Damit können wir den Rucksack transportieren, würde ich sagen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, du hast hier ganz schön den Kopf gestoßen, was, Kollege? Hättest du vielleicht nicht unbedingt mal da reinfallen sollen. Oder runterfallen sollen. So, nö. So. Ah ja. Mit dem Ding habe ich noch nie irgendwas gemacht. Wie kann ich denn ranziehen? Ah ja, einfach mit dem Mausrad. Perfekt. Frage ist, kann ich jetzt... Ja, das Problem ist ein bisschen... Ah, warte mal. So. Sehr schön. Und jetzt gehen wir hier hoch. Klappen wir uns das Ding wieder? Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, einmal da ganz hinten hin, bitte. Ja, sehr gut. Ein Traum. Ich hätte schon mal die ganze Leiche mitnehmen können, oder? Würdest du bitte... Ja, nö. Ja. Ah, so jetzt noch. Sehr schön. Ja, raus hier. Wir haben Beute gemacht. Wir haben den Typen gefunden. Haben wir jetzt schon unser Geld bekommen? Ich glaube schon, was? Jetzt müssen wir halt nur noch die Höhle hier irgendwie... Leben verlassen. Ja, aber das kriegen wir schon. Oh Gott, kriegen wir schon irgendwie hin. Hüpp, hüpp, hüpp. Nein, 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 nicht wegfallen. Ich hab's ganz genau gesehen, Kollege. Du wolltest dich da schön runterbacken. Nicht mit mir. So, Frage, wo ist der Ausgang? Ich hab echt nicht so einen guten Orientierungssinn. Oh, oh. Das ist schon mal eine Sackgasse. Naja, ganz ruhig. Ja, okay, wir machen es mal ein bisschen weiter nach vorne, damit es nicht immer so rumpackt. Hier könnte ganz gut sein. Ja, das sieht ganz, ganz gut aus. Eventuell jetzt hier vielleicht rechts hoch.
So, und dann hier hoch, ne? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das ist für ein Müll, kann man nichts wieder draußen hier aus dem Bums. Oder auch nicht. Ich glaube, hier sind wir völlig falsch. Kann das sein? Hit. Verflucht. Darüber vielleicht. Oh Gott, ob wir das schaffen? Oh Gott, ich habe Angst. Okay, wir haben es geschafft. Ja, jetzt sind wir aber safe, richtig. Hier kommen wir doch safe raus. So, warte mal, wir müssen hier noch weiter hoch. Wie weit sind wir denn hier runter, bitte? Ganz ruhig, nicht wegbuggen. Oh Gott, ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Angst, dass wir da irgendwo runter bringen, wo wir nicht hinwollen. Aber warte mal, wir schmeißen dich mal da ab. Ich will mal Rechtsklick machen zum Fallen lassen, warum auch immer. Aber ist das gar nicht nötig. Einfach Linksklick. So, wir nehmen dich wieder mit. Jetzt hier irgendwo schon raus. Da oben kommt auf jeden Fall Tageslicht rein. Aber da kommen wir nicht raus, würde ich sagen. Nee, Ausgang muss wo anders sein. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ob es da besser aussieht. Wahrscheinlich hier irgendwie. Und dann... Ah, hier so rum. Hier so hoch. Nee, auch nicht. Oh, nee, 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 nicht runterfallen da. Muss ich wieder ganz runterklettern, um dich da rauszuholen. Warte mal, müssen wir da drüben weiter? Da drüben sind wir doch hergekommen, oder? Shit, jetzt bin ich verwirrt. Oh, nee. Das ist auch so ein Ding. War das das Ding, was wir getötet haben? Es lebt noch. Was ist das? Warte mal, kann ich dich fallen lassen? Kann ich das Ding? Stonebug Shell. Oh. Kann ich das mitnehmen? Interessant. So, jetzt würde ich euch gerne beide mitnehmen. Aber wir gucken uns mal hier kurz ein bisschen um. Ah. Oh, hier kommen wir wahrscheinlich noch weiter raus, ne? Ja, 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 das sieht gut aus. Ja, ich kann dich leider nicht mitnehmen, kleiner Käfer. Nehmen wir jetzt lieber diesen Backpack mit. Nächstes Mal vielleicht. Schönen Tag noch. Naja, immerhin war der Käfer freundlich. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass hier irgendwas auf uns... Hilfe. Meine Güte, leck mich doch. Ohne geht's echt einfacher. Ohne geht es echt einfacher. Vielleicht nächstes Mal gleich so machen. Aber fliegt nicht weg. Ich habe gesagt, ohne geht's leichter. Nehmen alles zurück. Ey. Oha, kaum sind wir hier oben, wird es ja wieder arschkalt. Ach Gott, ich dachte gerade, unser Schiff wäre weg. So. Wo bist du? Da. Sehr schön. Mitkommen, Mr. Backpack. Du bist unsere Beute. War jetzt nicht so eine krasse Beute, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. Und wir haben ja so ein paar kleine Ressourcen da eingesammelt, auch wenn ich nicht denke, dass die ein Vermögen wert sein werden. Aber eventuell ein bisschen wenigstens. So, lass das mal kurz da liegen. Dann machen wir hier unser Schiffi auf.
So, mal aufpassen, dass wir nicht von der Lappe zerquetscht werden. Das wäre nice. So. Ja, da legen wir das einfach hier ab, oder? Sollte passen. So. Luken zu. Pistole weg. Können wir jetzt hier irgendwie rangehen eigentlich? Kann ich das Ding nicht irgendwie looten? Oh, warte mal jetzt. Nö, kann es einfach nur tragen. Sehr weird. Ist da nichts drin? Platzieren. Ich wüsste gerne mal, warum das mit dem Platz... Oh, jetzt klappt es mit dem Platzieren. Voll oft ist das irgendwie bei mir verbuggt, habe ich das Gefühl. Okay, perfekt. Naja, keine Ahnung. Ob der Rucksack jetzt leer ist, dann war es mehr oder weniger umsonst das Ganze. Aber egal. Wir haben ihn jetzt einfach mitgenommen. Dann verkaufen wir ihn. Ne, tatsächlich wollte ich hier gerne auf den Fahrersitz bitte steigen. Darf ich? Danke. So. Setz dich mal hoch da. Wir wollen mal kurz in unser Mobi-Glas schauen. Haben wir jetzt schon Cash bekommen? Ich hoffe doch. Ja, 15.000. Wir hatten vorher 6.000. Cash haben wir bekommen. Sehr, sehr schön. Gut, dann gehen wir doch mal direkt weiter zu unserem nächsten Auftrag. Haben wir jetzt hier eine schöne Söldner-Mission. Eine, ja. Nee, heute abends haben wir ja angenommen. Ach, ich bin hier bei Verlauf. Ich bin natürlich hier auf die Dinger. Was haben wir hier? Bunkeranlage. Ja, das nehmen wir sofort an. Das ist die Mission, die ich nämlich meinte. Verfolgen wir die jetzt aktuell? Ja, verfolgen wir. Sehr schön. Ja, so eine Mission wollte ich unbedingt machen. Da können wir nämlich schön rumballern. Wir verfolgen sie, das ist gut. Und dann gehen wir mal auf Maps und schauen mal, wo wir hin müssen. Nach Lyra. Okay. Können wir denn direkt zu der Bunkeranlage springen? Irgendwie nicht. Na gut, vielleicht müssen wir auch erstmal abheben, ne? Wir heben erstmal ab. Ja, übrigens kann man diese... Womit geht denn das? Mit Steuerung K? Ja, kann man diese Dinger hier so cool hoch und runter machen. Sehr geil. Je nachdem, wo man jetzt hinfliegen will. So, gib Gummi. Wir wollen zu der Bunkermission. So, sag mir mal, wann ich so weit im Orbit bin, dass wir hier springen können. Das wäre nice. Können uns ja auch schon mal, naja, nee, ausrüsten können wir nicht. Ausrichten, denn wir sind noch nicht weit genug vom Planeten entfernt und der ist leider im Weg. So, welche Höhe brauchen wir, dass wir hier weit genug weg sind, um springen zu können? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal so auf 15.000. Ja, 15.000 ist, glaube ich, ganz gut. Sollte reichen, oder? Schauen wir mal. Ich hoffe. So, warte, wir können auch den Autopilot reinknallen. Dann kannst du uns nämlich noch ein bisschen weiter hochbringen. Sehr schön. So, kann ich jetzt bitte eventuell vielleicht das direkt auswählen? Das wäre cool. Routenplanung nicht verfügbar. Warum nicht? Oh, jetzt.
Haben wir es jetzt? Warum konnten wir es eben und jetzt wieder nicht? Hä? Hallo? Wie, ist es verbuggt oder mache ich irgendwas falsch? Ja, keine Ahnung, jetzt haben wir die Route auf jeden Fall drin. So, wo müssen wir hin? Irgendwo da hinten. Feinde töten, sehr gut. Ja, aber wir können nicht springen. Ah, halt. Ja, doch, Quatsch, wir müssen erstmal hier hinspringen. Und dann können wir darüber springen, ne? Perfekt. So. Genau, und jetzt ist nämlich blau und gelb das gleiche. Also gelb zeigt das Missionsziel und das blaue wird markiert. Quasi wird die Route markiert. Gut, wie lange müssen wir fliegen? Steht hier gar nicht, aber es geht. Ich setze euch wahrscheinlich einen kleinen Cut, wenn wir da sind. So, wir sind angekommen. Mehr oder weniger kurz vor unserem Ziel. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir schön diesen Bunker ausräuchern. Und dann mal schauen, dass wir da möglichst viel Loot rausbekommen. Und das alles verkaufen, damit wir ein bisschen Cash bekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.